Eine Antiterroreinheit hat Mois mehrere Rippen gebrochen und er soll jetzt nach Russland abgeschoben werden, wo er an der Front kämpfen müsste. Monte und Snipska haben sich getrennt und die Vorwürfe gegen Monte kochen gerade wieder komplett hoch. Shuyoka verabschiedet sich von Twitter und KuchenTV hat Annie the Duck im Kaffee und Kuchen interviewt und er wird jetzt dafür fertig gemacht. Das alles heute bei der dritten Folge von Einzig Weekly und was soll ich sagen, ihr habt die 400 Likes leider geschafft. Das heißt, ihr werdet mich heute in diesem wirklich sehr, sehr coolen Outfit sehen und damit rein in die erste News. Mois wurde in der Slowakei während eines TikTok-Streams von einer Antiterroreinheit geswattet. Zuletzt wurde er bereits einmal in Österreich geswattet, wo die Polizei zu ihm nach Hause kam, aber ansonsten nicht viel weiteres passierte. Aber in der Slowakei ist die Antiterroreinheit wohl ein bisschen rabiater vorgegangen. So soll diese ihm, vermutlich während eines Kampfes, mehrere Rippen gebrochen haben und danach auch in Gewahrsam genommen haben. Und die haben auch ein Statement von Mois, da heißt es, war die Antiterrororganisation. Handy und Laptop nehmen die weg, muss neue holen. Es gab einen Anschlag in Wien vor kurzem, na klar, darum hatten die Angst davor. Muss gleich neues Handy, Laptop und Nummer holen. Glaubt, die lassen mich vielleicht raus, aber es war sehr schlimm. Ich wurde nie so schlimm verprügelt in meinem Leben wie heute. Und obwohl sich mein Mitleid für Mois ein wenig in Grenzen hält, da er ja auch seine eigene Ex-Freundin bis ins Krankenhaus geprügelt haben soll, geht so ein Swatting-Einsatz natürlich gar nicht. Denn wenn Einsatzkräfte einfach so aus Spaß zu einem Streamer gerufen werden, können diese natürlich in der Zeit keinen anderen Menschen mehr helfen. Zumal, wenn gleich die Antiterroreinheit anrückt, ja auch potenziell eine Gefahr für Dritte oder die Einsatzkräfte selber besteht, wenn sich Mois beispielsweise körperlich wehrt. Doch die ganze Story geht anscheinend noch weiter. Denn Mois selber sagte das hier. Es steht wohl eine Abschiebung im Raum. Und ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ich weiß selber nicht, wie es weitergehen soll. Die haben mir gesagt, morgen um 10 Uhr ist der Termin für die Abschiebung. Und ich kriege ein Ticket nach Russland und fliege dann weg. Weiter erzählt Mois dann, dass ihm gesagt worden sei, dass wenn sie ihn abschieben würden nach Russland, er dann auch dort an die Front müsse, weil dort Frontpflicht sei. Wie gesichert diese Information ist, bleibt jedoch wirklich fraglich, da Mois Mois ist und ich schon fast geneigt bin, das Gegenteil anzunehmen von dem, was er sagt. Was wohl tatsächlich feststeht, ist, dass er auf dem Staatsgebiet des heutigen Russlands geboren ist. Also bleibt wohl abzuwarten, ob da in die Richtung noch irgendwas kommt. Ich persönlich werde seinen Online-Auftritt eher weniger vermissen und glaube jetzt auch nicht, dass er einen großen strategischen Vorteil für die russische Armee darstellt. Ach so, und wusstet ihr, dass sich Mois mittlerweile in Zeus umbenannt hat? Ja, da passiert gerade schon wieder super viel, ich komme gar nicht mehr wirklich mit. Aber falls ich ein ganzes Video dazu machen soll, weil die Thematik gerade wirklich spannend ist, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Monte und Snipska sind offiziell voneinander getrennt. Es gab ja in den letzten Monaten immer mehr Vorwürfe gegen Monte, weil er schon Mitte 30 und sie gerade mal 18 bzw. 19 Jahre alt war, dass er sie gegroomt haben soll, dass er schon was mit ihr gehabt haben soll, als sie noch 17 war oder auch, dass er sich schon an sie rangemacht haben soll, während sie noch mit ihrem damaligen Freund zusammen war. Jetzt sind die beiden getrennt und aktuell gibt es noch kein Exposed-Video von Snipska. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass da alles okay ist. Also Spaß beiseite, ich bin eh schon davon ausgegangen, dass da alles okay ist. Geht uns auch eigentlich gar nichts an, die Thematik. Was aber wirklich krass ist, ist, wie viele Leute auf Twitter immer noch gegen Monte gehen. Snipska ist eine erwachsene Frau, die selber entscheiden kann, was sie tun möchte. Die braucht keinen Vormund. Und es gibt auch keine Beweise dafür, dass Monte schon was mit ihr gehabt haben soll, als sie noch 17 war. Zumal selbst das juristisch eigentlich noch unproblematisch wäre. Aber kommen wir jetzt mal zum nächsten Thema. Shuyoka verabschiedet sich von Twitter. Vor einigen Tagen postete sie einen Text, in dem sie schrieb, Cybermobbing, schlechte Laune, bla 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 und sie möchte jetzt ihren Content von Twitter auf Blue Sky und Threads verlegen. Also viel Spaß, falls ihr diese Apps benutzt. Ich kann sie ja irgendwo schon verstehen. An ihrer Stelle glaube ich, dass Twitter wirklich viel schlechte Laune macht. Obwohl zugegeben an jeder seiner Stelle eigentlich. Aber vielleicht jetzt ja ein klein bisschen weniger, wenn ihr versteht, was ich meine. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema. KuchenTV hat Annie the Duck zum Kaffee und Kuchen eingeladen. Schauen wir da mal kurz rein.
so wie mir das erklärt wurde, war es jetzt auch kein richtiger Wurf. Also werfen ist für mich wirklich, du nimmst etwas und wirfst es halt irgendwo hin, sondern ich kann das nicht einfach mal, ich mach das ja, ich mal guck mal, vor. Ob ich jetzt einen Stuhl habe, ich glaube, ich kriege meinen PC-Stuhl jetzt nicht gehoben. Mal, also, was mir quasi erklärt wurde, ist, ja, quasi sie ist aufgestanden, hat den Stuhl nicht weggeworfen, sondern hat ihn quasi hochgeworfen, der ist sehr schwer und quasi so zur Seite halt weg. Jetzt nicht wirklich geworfen, sondern hochgehoben und so zur Seite. Und abgesehen von solchen wholesome Momenten, ne? Spiel das nicht so runter, es geht nicht um 10 cm und 3 Minuten später. Ja, weil sehr also groß sind auch. Ich finde 10 cm schon sehr viel. Also. Es ist auf jeden Fall überdurchschnittlich, muss man sagen. Und wo man schon fast dachte, KuchenTV wird bald das nächste Opfer mit posttraumatischen Belastungsstörungen sein, gab es für das Gespräch auch einiges an Kritik. So schrieb zum Beispiel Traymond auf Twitter folgendes: Meine Migräne macht Überstunden. @Kuchengeschmack. Muss jetzt ernsthaft dein Video gucken, um die Dinge klarzustellen, die du übersehen hast. Als ob ich nicht schon genug Schmerzen hätte. Ja, Traymond, du als objektiver Faktenchecker musst jetzt einordnen, was KuchenTV übersehen hat. Generell scheint es auch viele Leute zu geben, die irgendwie dabei waren, weil diese immer von irgendeiner Faktenlage sprechen, die sie eigentlich gar nicht kennen können. Und zum Teil verstehe ich die Kritik ja auch. Es gab einige Stellen im Gespräch, die tatsächlich ein wenig zu unkritisch waren. Und das machst du, weil du dich nicht gemeldet hast und dir jetzt meine Liebe zurückkaufen möchtest. Und ich finde das sehr manipulativ. Und ich dachte mir so, es ist mir nicht aufgefallen, dass ich mich so lange nicht bei dir gemeldet habe. Mein Kalender hat gesagt, du hast nächste Woche Geburtstag, also habe ich was bestellt und dir per Amazon geschickt. Weil ich es nett fand. Ja. Aber generell ist es doch überhaupt mal gut, dass man hier Annie the Duck zu Wort kommen lassen hat und ihr die Möglichkeit gegeben hat, zu konkreten Fragen Stellung zu beziehen. Und genau darum geht es doch auch in einem Interview. Das sollte ja keine krasse Diskussion werden, wo die beiden jetzt ihre Argumente irgendwie austauschen. Es ging darum, Fragen zu stellen und Annie die Möglichkeit zu geben, diese zu beantworten. Im Nachhinein kann dann bewertet werden, wo sie Antworten gegeben hat, die keinen Sinn ergeben oder die laut anderen Aussagen falsch waren. Aber jetzt KuchenTV dafür fertig zu machen, dass er nicht angefangen hat, mit Annie zu diskutieren in einem Interviewformat, wo es gar nicht darum geht, ist doch einfach nur lächerlich. Vor allem, wenn er dann auch noch sowas hier gesagt hat. Ich bin natürlich auch bereit, mit Moki das Gleiche zu drehen. Na, nicht, dass Leute sagen, dass ich dann hier einseitig oder sowas eine Person nur die Möglichkeit gebe. Aber da wurde wohl, also das wurde schon abgelehnt, nur dass ihr also als Zuschauer das auch nachvollziehen könnt. Ich bin da auf keiner Seite. Und das wäre doch eigentlich komplett fair. Moki auch dahin einladen, ihr auch die Fragen stellen und das Publikum am Ende entscheiden lassen, wer hier glaubwürdiger wirkt. Aber aus irgendeinem Grund glauben viele, dass Annie eine Meistermanipulatorin ist, die einen mit 2 Sätzen brainwashen kann. Nun ja, schreibt mir eure Meinung zu den ganzen Themen gerne in die Kommentare, lasst auch gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat und folgt mir gerne bei Instagram, Link ist hier on screen und dann sehen wir uns ganz bald wieder.